Hallo und willkommen zu Lone Star, The Raven Remastered. Ja, wir sind auf dem Schiff, wir spielen gerade Alex und sie ist eigentlich dabei, bei der Baronin einzubrechen, hat aber nicht geklappt, die war noch beschäftigt. Wir haben gerade mit der Lady Westmacott ein sehr seltsames Gespräch gehabt und jetzt schauen wir uns einfach mal weiter im Schiff um. Gut animiert, wie sie hier da rumwackelt. Da ist ihr persönlicher Feind. Inch ist intelligent und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Er ist kein genialer Planer, aber er ist schlau und vorsichtig. Er riecht Gefahr. Ich fürchte, er könnte ahnen, dass etwas nicht stimmt. So, dann schauen wir uns mal um. Was gibt's denn hier? Eine sehr feine Handarbeit. Der Modellbauer hat sogar den Namen des Schiffes auf die winzigen Rettungsringe geschrieben. Allerdings fehlt der Wintergarten des Salons und auch das Hinterdeck sieht anders aus. Das Modell wurde wohl vor dem Umbau des Schiffes angefertigt. Ja, vielleicht finden wir da irgendeinen Weg? Vielleicht war es ein Besatzungsmitglied, das sich mit dem Bau des Modells die langen Nächte auf See vertrieb. Nur jemand mit viel Zeit und Liebe zum Objekt kann solch ein Modell bauen. Bei der Pflanze gibt's nichts. Zeitschriften, vielleicht steht was. Verschiedene Zeitschriften und Magazine. Das hier sieht interessant aus. Kunst und Kultur heute. Hier steht etwas über die geplante Ausstellung. Einzigartige Kunstwerke. Erstmalig wieder gemeinsam in ihrem Heimatland ausgestellt. Unermüdliche Arbeit von Baronin von Tribitz. Keine Zeit zum Lesen. Ich muss das Geheimversteck in der Kabine der Baronin finden. Dafür müssen wir erstmal die Baronin loswerden. In der Pinnwand? Die einzig regelmäßige Veranstaltung scheint das Gruppentrinken im Salon zu sein. Wenn ich mir das restliche Unterhaltungsprogramm ansehe, ist das vielleicht aber auch nötig. Ja, das mag ja sein. Mal gucken, was sie zum Legrand sagt. Wir haben kurz darüber diskutiert, ob wir versuchen sollten, das zweite Auge hier an Bord an uns zu bringen. Dagegen sprachen nicht nur die schlechten Fluchtmöglichkeiten, sondern auch die 10 cm dicke Tresortür. Legrand spielt eine wichtige Rolle in unserem Plan. Er ist es, der Inch am Ende die Handschellen anlegen soll. Doch bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun. Okay. Schauen wir beim Dr. Gebhardt mal vorbei. Dem Mörder. Herein. Wie kann ich Ihnen helfen, junge Dame? Ja, dann fragen wir doch mal, ob er der Arzt ist. Sind Sie der Schiffsarzt? Ja, natürlich. Sehen Sie? Das habe ich mir gedacht, weil Sie die Uniform tragen und in der Krankenstation arbeiten. Das haben Sie gut erkannt, junge Dame. Dr. Gebhardt, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? Was weiß er über die Gäste an Bord? Wie sind denn so die anderen Gäste hier an Bord? Hören Sie, junge Dame. Ich habe momentan wirklich keine Zeit für ein Schwätzchen. Heute ist mein erster Tag und er läuft etwas anders, als ich gedacht habe. Sie wirken tatsächlich etwas gestresst. Vielleicht sollten Sie sich entspannen. Stress ist nicht gut für Sie. Sie haben ganz recht. Wenn ich Ihnen ansonsten nicht weiter behilflich sein kann. So richtig behilflich waren Sie mir eigentlich nicht. Vielleicht komme ich später nochmal wieder. Tschüssi. Ja, der bereitet gerade seinen Mord vor, da können wir nicht stören. Dann gehen wir wieder hoch. Nee, mit der will ich nicht reden. Die ist ja wirklich seltsam gewesen. Ja, der Kapitän fehlt. Vielleicht ist hinter die Bar gefallen. Er schwitzt stark. Geplatzte Äderchen auf den Wangen.
Ein süßlicher Geruch. Ich hoffe, die restliche Crew nimmt sich ihren Kapitän nicht als Vorbild und bleibt auf großer Fahrt nüchtern. Er schwitzt stark. Ich hoffe, die Tja, das war nicht sehr hilfreich. Ah, hier haben wir unseren Musiker. Ein gut aussehender Mann und talentierter Musiker. Doch glücklich sieht er wahrlich nicht aus. Sprechen wir mal mit ihm. Hallo, Herr Kreuzer. Wollen Sie mir auch noch eins mitgeben, so wie die Hexe da drinnen? Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Das ist momentan nicht der richtige Augenblick. Fragen wir doch erstmal nach Lady Westmacott. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre Musik wunderbar fand und Lady Westmacott kein Recht hatte, sie so bloßzustellen. So? Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich nicht. Also, hatte sie das Recht? Nein, natürlich nicht. Nein, sie nicht. Diese zynische alte Hex hat an Spaß, die Schwächen anderer bloßzustellen. Dabei haben wir die alle. Sie auch. Sie giert nach Anerkennung und tut so, als wär's nicht so. Schauerlich. Sie weist Preise und Auszeichnungen mit abfälligen Kommentaren weit von sich. Ärgert sich aber, wenn andere sie bekommen sollen. Sie braucht die Gewissheit, besser zu sein als andere. Sie scheinen sie gut zu kennen. Ich habe sie nur ein, zweimal getroffen. Aber ich kannte ihren Sohn und einige ihrer Bekannten. Eine Freundin von ihr hat mich eine Zeit lang unterstützt. Keiner getraut sich, es ihr ins Gesicht zu sagen, aber alle hassen sie. Sie oder ihren Erfolg? Wie ist denn seine Geschichte? Sie haben so viel Talent. Warum stehen Sie nicht auf den großen Bühnen dieser Welt? Vielleicht Schicksal? Oder Pech? Meine Eltern haben mir und meiner Schwester alle Türen geöffnet und erwarteten eine entsprechende Karriere. Überengagierte Eltern, die ihre Kinder an ein Instrument zwingen? Nein, so war es nicht. Ich habe es geliebt. Ich spielte gern Geige. Ich musste nicht dazu gezwungen werden. Ich wollte es selber schaffen. Ich habe gedacht, ich würde meine Ziele erreichen, wenn ich mich nur genug dafür anstrengte. Doch, daraus wurde nichts. Ja, so ist das Leben. Was ist passiert? Was ist passiert? In einer dramatischen Geschichte hätte ich mir kurz vor meinem Durchbruch die Hand brechen müssen. Oder hätte aufgrund meiner Herkunft oder meines Namens abgewiesen oder durch Intrigen zu Fall gebracht werden müssen. Doch nichts dergleichen geschah. Ich übte wie besessen, wurde immer besser, richtig gut. Aber es passierte nichts. Nie hörten mich die Richtigen. Ich war nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Können Sie sich vorstellen, was es für ein Gefühl ist, ständig kurz vor dem Durchbruch zu stehen? Solange es nicht der Blinddarm ist. Abend davon entfernt zu sein, über Nacht ein Star zu werden? Zu sehen, wie andere, nicht talentiertere Spieler an einem vorbeiziehen, weil einem selber das letzte Quäntchen Glück fehlt? Schrecklich. Für jeden Stern im Rampenlicht gibt es ein Dutzend Lichter, die verglühen und mit jedem Monat schwächer leuchten. Ich wollte keiner dieser Gestalten sein, die ihren Träumen hinterherhängen, nicht einsehen, dass sie unerreichbar geworden sind und damit ihr Leben verschwenden. Wenn ich schon nicht das Leben bekam, das ich mir selber erträumt hatte und das meine Familie von mir erwartete, so wollte ich das nächstbeste Leben. Ja, kann man gut nachvollziehen. Was ist mit seinem Leben? Das nächstbeste Leben? Villen, Limousinen, Partys, alles, was man sich wünscht. Nur, dass nichts davon mir gehört. Die Lady hat sie einen Schmarotzer genannt. Ein hässliches Wort. Aber vielleicht nicht weit von der Wahrheit entfernt. Ich bewege mich unter den Schönen und Reichen, führe auf den ersten Blick genau das Leben, das mein Vater sich für mich gewünscht hat. Ein sorgenfreies Leben. Unbeschwert. Und ich spiele Geige, was ich immer geliebt habe. Aber so ist es nicht. Es ist hohl. Mein Leben ist nur eine Hülle, eine Show. Und jeder weiß es. Ich habe einmal was anderes geliebt und dafür gebrannt. Aber jetzt, die Geige ist nur noch ein Accessoire, um meinen eigentlichen Beruf ausüben zu können. Und Ihre Familie? Wie könnte ich Ihnen unter die Augen treten? Ein gescheiterter Geiger, der aufgegeben hat? Wie sieht denn seine Zukunft aus? Falls mich das irgendwie interessiert. Wie soll es mit Ihnen weitergehen? Ist das nicht eindeutig? Meine Hände beginnen zu zittern vom Alkohol. Was bleibt, wenn ich mein blendendes Aussehen verliere? Dann habe ich nichts mehr.
und werde Schluss machen. So etwas dürfen Sie nicht sagen. Mit der Pistole meines Vaters. Ich habe sie immer bei mir. Sie ist weg. Ach, das Schicksal gönnt mir wohl nicht einmal einen schnellen Tod. Meinen Sie nicht, dass Sie es vielleicht doch noch schaffen können? Nein, zu spät. Die eigentliche Frage ist, habe ich damals zu schnell aufgegeben? Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Herr Kreuzer. Ja, nicht trinken ist auch keine Lösung. Also schauen wir mal weiter. Tap, 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 tap. Wir müssen irgendwie das Gitter öffnen. Alle Kabinen der ersten Klasse haben eine Lüftung. Gut möglich, dass der Schacht die beste Einstiegsmöglichkeit für mich ist. Nur leider ist die Abdeckung verschraubt. Jo. Aber... Salatzange, ein Badehandtuch, eine Halskette und eine Triplette. Diese Salatzange vielleicht? Nö. Schauen wir vielleicht mal noch kurz aufs Vordeck. Tja, ich weiß gerade auch nicht weiter. Kann man das irgendwie kombinieren? Wird bis zum Frühstück niemand vermissen. Nee. Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Sie soll mich daran erinnern, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Wenn du nur diesen Penny, dafür aber eine Familie und Freunde hast, bist du ein reiches Mädchen, hat er gesagt. Penny. Der Penny könnte die richtige Dicke haben. Der Penny passt gut in den Schraubenschlitz, aber ich habe nicht genug Kraft in den Fingern, um die Schraube zu lösen. Vielleicht können wir den Stab mit dem Handtuch? Ich könnte das Badetuch an den Stab knoten, den Stab im Lüftungsschacht über die Öffnung legen und mich dann am Tuch abseilen. Klingt wie ein Plan. Ja, das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Ich krieg die Abdeckung nicht ab. Ich habe hier den Penny. Der Penny passt gut in den Schraubenschlitz. Aber ich habe nicht genug Kraft in den Fingern, um die Schraube zu lösen. Ich werde die Halskette wieder reparieren. Aber das hat Zeit bis heute Abend. Mit der Salatzange wird nichts. Sinnloses Kombinieren mit der Triplette geht nicht. Das ist es. Ich klemme den Penny ein und habe damit eine Art improvisierten Schraubenzieher. Naja. Also wie soll denn das funktionieren? Da ist doch... Ich habe den Penny in der Mitte der Zange eingeklemmt. Wenn ich die Zange an beiden Enden anfasse, kann ich eine Menge Kraft ausüben. Also das will ich sehen, die Salatzange, mit der das geht.
Das ist ja... Naja. Ach, so schön. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das der richtige Schacht ist. Klar, es ist der richtige. Wir nehmen den Stab und kombinieren den mit dem Lüftungsschacht. Also los. Ja, das ist auch die richtige Kleidung, um in den Lüftungsschacht einzudringen. Ja, sie hat wohl ein bisschen was getrunken. Jakob Aust. Endlich habe ich dich. Ich werde dich verhaften lassen und ich werde dich vorführen. Kann ich etwas für Sie tun, Madame? Sie können mir aus dem Weg gehen. Soll ich aufräumen, Madame? Nein, es ist Zeit zu feiern. Der Gepard heißt also Aust. Ausgezeichnet. Ich habe freie Bahn. Ja, jetzt können wir uns hier wieder umschauen. Schauen wir mal, was wir finden. Wir sind schon hier, nehmen wir die betrachten. Wir nehmen Fotos mal. Sie schien ein bestimmtes Foto gesucht und dann auch gefunden zu haben. Jakob Aust, jetzt hab ich dich, sagte sie. Wir haben uns im Vorfeld die Passagierliste besorgt, aber der Name sagt mir nichts. Mir auch nicht. Hunderte Schwarz-Weiß-Fotos, viele davon angelaufen. 20er, 30er Jahre, schätze ich. Ich habe nicht die Zeit, mich mit ihnen zu befassen. Nicht? Öffnen wir mal den Schrank hier, den Schrankkoffer. Stattlich für den kleinen Durst unterwegs. Ja. Ein passendes Glas für jede Gelegenheit. Die meisten sehen allerdings ziemlich unbenutzt aus. Vermutlich vernachlässigt die Baronin Stil und Etikette, wenn sie für sich alleine trinkt und benutzt immer dasselbe Glas. Was für ein cooler Koffer. Gin, Whisky, Likör, Sherry, Wodka, Branntwein und Champagner. Alle Flaschen sind mindestens zur Hälfte leer. Okay, also so ein Champagner, wenn man den erstmal aufmacht und dann drin noch geschüttelt hat und dann zur Hälfte dann stehen lässt, ob das was taucht. Ich frage mich, wovor die Baronin wegläuft. Einsamkeit, Enttäuschung, Trauer? Wer weiß, auf jeden Fall nicht vor ihrem Spirituosenhändler. Was ist das? Ein kleiner Lederriemen. Aha. Nofretete. Guernica. AD. Buonarotis Adam. Das könnte eine Gedächtnisstütze der Baronin sein. Und auch eine Erklärung, wie Inch auf die Kombination gekommen ist. Ich schreibe die Hinweise auf. Wie ich die Sache sehe, muss ich mindestens drei Begriffen ein Symbol zuordnen. Das vierte Zeichen könnte ich durch Ausprobieren ermitteln. Tja... Nofretete war eine ägyptische Königin. Das Monogramm und die anderen beiden Begriffe sagen mir nichts. AD. Ich habe die Hinweise in mein Tagebuch übertragen. Vielleicht kann mir jemand an Bord helfen, mindestens drei der vier Symbole richtig zuzuordnen. Ja, das stimmt. Wir könnten natürlich auch einfach testen. Was gibt's dann noch? Ich möchte wetten, dass sich das Auge der Sphinx hinter dieser Tür verbirgt. Nur wird wohl kaum jemand dagegen halten. Ja, vielleicht war auch schon... Für mich sieht das aus wie ein Kombinationsschloss. Eine herrliche Arbeit. Man muss die vier richtigen Symbole einstellen, damit sich die Tür öffnet. Vielleicht war auch schon der Rabe da. Es sind die Umrisse von Tieren abgebildet. Ein Hund, eine Katze, ein Bär, ein Hahn und einige mehr. 8 Symbole pro Walze. Das bedeutet... Über 4000 mögliche Kombinationen. Tja, dann. Vielleicht gibt es ja noch was anderes Interessantes. Einige Servietten und Tücher. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Korkenzieher, Flaschenöffner, Untersetzer. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Ja, dann schauen wir uns nochmal weiter in der Kabine um. Meine Kleider könnte die Puppe vielleicht tragen. In den Kleidern der Baronin würde sie verschwinden.
Ja, als Kind sei mal nicht habe so fies. Ich oft vor Schaufenstern gestanden und versucht, genauso still zu stehen wie die Schaufensterpuppen. Wenn mir langweilig wurde, habe ich behauptet, eine der Puppen hätte geblinzelt und habe mich zum Sieger des Wettkampfs erkoren. Oder so. Ich glaube, selbst Adil würde das Bild nicht für echt halten. Er interessierte sich zwar schon für Kunst, als wir uns kennengelernt haben, aber ihm ging es immer nur um den Inhalt, nie um die Technik. Ich musste ihm erst mühsam beibringen, auf den Strich, das Material, die Handschrift des Künstlers zu achten. Nur so kann man ein Original von einer Fälschung unterscheiden. Mir ist es egal, wer ein Bild gemalt hat, solange es mir was sagt, meinte er. Eine Haltung, die ich als Kunstdiebin natürlich nicht gutheißen konnte, aber auch irgendwie charmant fand. Nein, ich bin mir sicher, das Auge ist im Gepäck der Baronin. Ja, wir können uns doch trotzdem ein bisschen umschauen hier. Zum Glück musste ich nicht jeden dieser Koffer durchsuchen. Inch muss seit Monaten mit dieser Frau durch halb Europa reisen. Er kann einem fast leid tun. Aber nur fast. Fast. Ich bin hier, um einen der wertvollsten Edelsteine der Welt zu stehlen, nicht den Inhalt von Handtaschen. Ja, ich glaube, dann gibt's hier nicht mehr viel. Dann machen wir uns erstmal... Am liebsten würde ich die Kette vorlegen. Jeden Augenblick kann jemand durch diese Tür kommen und mich erwischen. Aber es ist wichtig, keine Spuren zu hinterlassen. Inch darf uns auf keinen Fall auf die Schliche kommen. Ich sollte mich lieber beeilen. Dann machen wir uns mal lieber vom Acker. Nein. Ja. Was war das? Tja, das war's dann wohl. Ist wohl geklaut. Dem ist auch gar nicht aufgefallen, dass jetzt hier der Deckel offen ist. Tja, wir müssen irgendwie wieder raus. Schauen wir den Schrank an. Zum Teufel geht hier eigentlich vor? Ja, das Turmband läuft schon. Das gefällt mir nicht. Ist noch jemand anderes hinter dem Auge her? Aber selbst wenn, was hat das Turmband damit zu tun? Ich darf mich nicht verrückt machen lassen. Ich habe eine Aufgabe. Ja, wir müssen irgendwie wieder aus der Kabine raus. Dann nehmen wir doch mal den Stuhl. Und machen uns vom Acker. Hey, sportlich. Tja, und dann würde ich sagen, ist das doch eine schöne Stelle für ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.